Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Old Card Spotlight hier bei Magic the Linguistic auf Blutzollfeuerball. Heute geht es um eine sehr alte Karte, eine Karte, die schon immer Teil von Magic ist, nämlich Holding Mine. Diejenigen, die diese Karte auf Deutsch kennen, werden jetzt schon ahnen, was passiert. Nämlich, diese Karte hat auf Deutsch eine ziemlich bemerkenswerte Übersetzung und auch durchaus eine kreative und sinnvolle Übersetzung, die aber trotzdem komplett vom Original abweicht. Auf Deutsch ist die Holding Mine, die heulende Mine, das verborgene Wissen. Also erstmal, verborgenes Wissen ist ein abstraktes Konzept und kein Artefakt, was eine Sache ist. Verborgenes Wissen wäre eher eine Verzauberung, meiner Meinung nach. Aber wie auch immer. Verborgenes Wissen, jeder Spieler zieht jedoch eine Karte, das ist halt so eine Flavor-Übersetzung, das macht auch irgendwie Sinn. Auf neueren Versionen dieser Karte gibt es Flavortexte, wie zum Beispiel hier: Die Reichtümer der Minen nehmen nie ab, ebenso wie das Stöhnen der Verdammten, die in ihr spuken. Also da sieht man im Flavortext auch wirklich, dass eine heulende Mine ist und kein verborgenes Wissen. Was ich dann interessant finde, ist, dass Dominaria, das Set, was die meisten Reminiszenzen an alte Magic-Karten überhaupt hatte, den Holding Golem gemacht hat, der beim Attack einmal Holding Mine für alle macht. Auf Deutsch konsequenterweise auch Golem des verborgenen Wissens übersetzt worden ist. Auch da, der Flavortext deutet wieder ganz klar darauf hin, dass eigentlich Heulen gemeint ist. Aber ich finde es sehr flavorvoll, dass sie konsequent bei diesem Übersetzungsstil geblieben sind. Das war es auch schon wieder für den heutigen Old Card Spotlight. Folgt mich gerne auf den hier angegebenen Kanälen und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann.